Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guier. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt im Fußball wieder einiges zu diskutieren. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis vom 33. Spieltag. Thun gegen Servet 5:1. Lugano gegen FC Zürich 1:0. FC Luzern gegen FC Sion 1:2. FC St. Gallen gegen FC Basel 0:5. Xamax gegen IB 0:1. An diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege und 3 Auswärtssiege gegeben. Zu den Ergebnissen vom 34. Spieltag. FC Sion gegen FC Thun 1:1. FC Zürich gegen FC St. Gallen 1:3. Der Marco Schönbächler hat in der 4. Minute von der Nachspielzeit eine rote Karte kassiert. Darum haben die Zürcher nur noch das 10. hoch gespielt. IB gegen FC Luzern 1:0. Servet gegen Xamax 4:1. FC Basel gegen FC Lugano 4:4. An diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege, 1 Auswärtssieg und 2 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 IB mit 70 Punkten. Platz 2 FC St. Gallen mit 65 Punkten. Platz 3 FC Basel mit 60 Punkten. Platz 4 Servet mit 49 Punkten. Platz 5 FC Luzern mit 42 Punkten. Platz 6 mit einem Spiel weniger und wegen einem schlechteren Goalverhältnis der FC Zürich mit 42 Punkten. Platz 7 der FC Lugano mit 41 Punkten. Platz 8 der FC Thun mit 36 Punkten. Platz 9 mit einem Spiel weniger der FC Sion mit 33 Punkten. Platz 10 Xamax mit 27 Punkten. Was jetzt schon mal feststeht, ist, dass der FC Basel aus dem Meisterrennen draussen ist. Der FC Basel kann nicht mehr Schweizer Meister werden. Der FC Thun kann rein rechnerisch nicht mehr auf Platz 10 abrutschen. Und der FC Luzern ist nicht mehr in der Lage, einen Europa-League-Platz zu erreichen. Alle anderen Entscheidungen stehen offen. Nachrichten aus der Super League. Der FC Basel meldet einen Corona-Fall. Die Super League kommt offensichtlich nicht zur Ruhe. Während der vergangenen Woche hat der FC Basel ebenfalls einen positiven Corona-Test vermelden. Das Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel hat trotzdem stattgefunden. Der FC Luzern gegen FC Sion nur noch das 10. hoch. Wo der FC Luzern mit 1:2 gegen FC Sion verloren hat, ist es zu einer sehr ungewöhnlichen Situation gekommen. Während dem Spiel sind nämlich 3 Spieler ausgewechselt worden. Nachdem sich der Spieler Rieder Mados verletzt hat, hat der Trainer vom FC Luzern keinen Spieler mehr eingewechselt. Das ist von daher eigentlich außergewöhnlich, weil ja eigentlich 5 Auswechslungen erlaubt sind. Der Trainer hat sein Kontingent an Auswechslungen also gar nicht erst ausgeschöpft. Der Grund für das liegt offenbar an der Auswechslungsregelung selber. Um Zeitspiel zu verhindern, dürfen nach den neuen Corona-Regelungen 5 Spieler ausgewechselt werden. Aber das Spiel darf nur 3-mal unterbrochen werden, für Auswechslungen vorzunehmen. Der Celestini, der Trainer vom FC Luzern, hatte 3-mal aber schon aufgebraucht. Und darum konnte er nach dieser Verletzung niemand mehr einwechseln. Darum hat der FC Luzern für die letzten 20 Minuten nur noch 10 Spieler auf dem Feld gehabt. Und das, obwohl weder eine gelb-rote noch eine rote Karte ist kassiert wurde. Trikot kaputt. Und jetzt? Während dem Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC St. Gallen ist es zu einer ziemlich komischen Situation gekommen. Der St. Gallen-Spieler Gimeno hat sich aus Frust
darüber, dass er neben dem Goal durchgeschossen hat, das Trikot verrissen. Minutenlang war kein Ersatztrikot zur Hand. Der Trainer vom FC St. Gallen hat mehrere Personen in die Kabine geschickt, um das Trikot zu suchen. So hat auch der FC St. Gallen einige Minuten nur noch zu 10. hoch gespielt, bis der Gimeno ein Ersatztrikot hatte. Solche Szenen sind eher selten auf dem Fußballplatz. Am Schönbächler seine rote Karte. Die rote Karte gegen den Spieler Marco Schönbächler hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Der Schiedsrichter hat die Karte relativ schnell gezogen und niemand hat genau gewusst, warum. Nach kurzer Zeit war aber klar, dass es um eine Schiedsrichterbeleidigung ging. Was der Schönbächler genau gesagt hat, wissen wir von der Redaktion nicht. Kameramann abgeschossen. Im Spiel zwischen IB und dem FC Luzern hat der IB-Spieler Kamera einen Kameramann, der hinter dem Goal vom FC Luzern gestanden ist, abgeschossen. Der Schuss auf das Goal hat eine leichte Kurve nach rechts gemacht und hat dem Kameramann Kopfhörer vom Kopf gefegt. Der Goalie vom FC Luzern, der Marius Müller, ist kurz zum Kameramann gegangen und hat sich erkundigt, ob es ihm gut geht. Der Kameramann ist zum Glück mit dem Schrecken davon gekommen. 11 Verletzte beim FC Luzern. Im Spiel gegen IB haben im FC Luzern 11 Spieler verletzt gefehlt. Darum hat der Innerschweizer Club auf seine eigene U21 müssen zurückgreifen. Dass einer Mannschaft gerade 11 Spieler verletzt fehlt, ist eher ungewöhnlich. Es dürfte mit dem intensiven Programm der Super League zu tun haben. Das kann eine Mannschaft nur schwer verkraften. Gerade für Mannschaften mit kleinen Kader ist ein Ausfall von 11 Spielern ziemlich heftig. Der FC Bayern München hatte mal einen Kader von 17 Spielern und ist dann vom Verletzungspech verfolgt worden. Beim FC Bayern München haben dann natürlich nicht 11 Spieler verletzt gefehlt. Es waren weniger. Aber trotzdem ist der FC Bayern München dann in Schwierigkeiten gekommen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Bayern dann 11 Spieler hätte gefehlt, dann hätte München nur noch einen Kader von 6 Spielern. Die neue Super League-Saison. Die alte Super League-Saison ist noch nicht zu Ende und doch ist schon klar, wann das die neue anfängt. Die Super League-Saison 2020-2021 fährt am 12. September an. Die erste Runde vom Schweizer Cup findet bereits zwischen dem 28. und 30. August statt. Allerdings ist es so, dass die 19 Teams aus der Super League und der Challenge League ein Freilos haben dieses Jahr. Das bedeutet, dass die unteren Ligen nur 18 Teams dürfen stellen als den üblichen 44 Teams. Der Liechtensteiner Club Vaduz hat das Privileg von einem Freilos nicht. Was ganz einfach daran liegt, dass Liechtenstein einen eigenen Cup hat. Der deutsche Fußball. Nachricht aus der Bundesliga. Der Co-Trainer Miroslav Klose begleitet den FC Bayern München nicht zum Champions League Achtelfinale. Der FC Bayern München hat am Montag, am 20. Juli, die Vorbereitungen für die Champions League angefangen. Der Miroslav Klose, der Ende Juli als Co-Trainer zu den Profis wird stossen vom FC Bayern München, wird Bayern aber nicht als Blitzturnier nach Lissabon begleiten. Der Grund ist, der Miroslav Klose kümmert sich in dieser Zeit um Neuzugänge wie der Leroy Sané und Co. Die dürfen an diesem Turnier ja nicht mitspielen. Das Karriereende für André Schürrle. Der 29-jährige André Schürrle, der zuletzt nach Spartak Moskau ausgelehnt war, beendet seine Karriere. Der Schürrle hat von 2010 bis 2017 für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Im Spiel gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft 2014, wo mit 2:1 für Deutschland geendet hat, hat der André Schürrle das 1:0 in der Verlängerung geschossen. Beim WM-Final gegen Argentinien hat er die Vorlage geliefert zum 1:0 Siegtreffer für Mario Götze. Nach der Weltmeisterschaft 2014 ist es für Schürrle nicht mehr so gut gelaufen.
Beim FC Chelsea ist er zum Ersatzspieler geworden. Und auch die Rückkehr nach Deutschland hat ihm nicht geholfen, an die alten Leistungen anzuknüpfen. Der Schürrle sagt zu seinem Karriereende, dass der Entscheid langsam in ihm gewachsen sei. Der Goalie von Leverkusen beendet seine Karriere. Der Ramazan Özcan wird nach der Europa League seine Karriere beenden. Der 36-jährige Goalie ist im Sommer 2016 vom FC Ingolstadt zu Bayer Leverkusen gekommen. Dort hat er als Ersatzmann für die Werkself fungiert. Insgesamt hat er 8 Pflichtspiele für Bayer Leverkusen absolviert. Der Wolfgang Wolf beendet seine Karriere. Der langjährige Wolfsburger Trainer Wolfgang Wolf beendet seine Karriere als Trainer. Er hatte im September Geburtstag und gleichzeitig auch noch Hochzeitstag, hat er gegenüber dem Sportbusser gesagt. Jetzt ist es Zeit, dass er mal etwas an seine Familie zurückgebe. Lewandowski, der beste Spieler auf dem Feld. Der Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist zum besten Spieler auf dem Feld in der Saison 2019-2020 gewählt worden. Von den 270 Bundesliga-Profis haben 42,6% in der Kicker-Umfrage für Lewandowski gestimmt. Jetzt auch in der Bundesliga der erste Corona-Fall. Der VfL Wolfsburg teilt am 25. Juli mit, dass auch sie einen Spieler mit einem positiven Corona-Test haben. Makabererweise handelt es sich bei diesem Spieler um einen 25-jährigen Schweizer Kevin Mbabu. Er ist Rechtsverteidiger bei Wolfsburg. Der Spieler wird den Trainingsstart vom VfL Wolfsburg verpassen. Zurzeit befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Teddy ist nicht mehr Hauptsponsor bei Hertha BSC Berlin. Teddy, der Hauptsponsor von Hertha BSC Berlin und Hertha BSC Berlin, haben sich gemeinsam auf ein vorzeitiges Ende vom Hauptsponsoring geeinigt. Ursprünglich wäre das Sponsoring bis ins Jahr 2021 gelaufen. Teddy wird trotz dem Wegfall vom Hauptsponsoring weiterhin freundschaftlich mit Hertha BSC Berlin zusammenarbeiten. Der Silvan Wohlfahrt, Vorsitzender von der Geschäftsführung bei Teddy, sagt, dass man sich wegen der Corona-Krise mehr um das Tagesgeschäft kümmern und sich auf die Mitarbeiter konzentrieren will. Wann startet die Bundesliga in der nächsten Saison? Jetzt ist endlich auch klar, wenn das die neue Bundesliga-Saison anfängt. Der erste Spieltag der Bundesliga in der neuen Saison wird am 18. September sein. Nach dem 13. Spieltag, der mit dem 18. Dezember anfängt, und der zweiten Runde vom DFB-Pokal, die am 22. und 23. Dezember stattfindet, wird es in die Winterpause gehen. Die Winterpause wird kurz sein, weil bereits mit dem 1. Januar-Wochenende wird wieder Fußball gespielt in Deutschland. Der letzte Spieltag soll am 22. Mai sein. Dortmund holt sich der Bellingham. Der 17-jährige Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat bei Dortmund einen Vertrag bis ins Jahr 2025 unterschrieben, laut Angaben von Sport 1 und Transfermarkt. Der Bellingham kommt vom englischen Zweitligist Birmingham City. Der Spieler soll laut der Ruhrnachrichten eine Ablöse von 23 Millionen Euro kosten. Und die Summe könnte unter Umständen sogar auf 26 Millionen Euro steigen. Die Ablösesumme ist rund 3-mal höher, wie sie beim Jadon Sancho war. Der Mittelfeldspieler hat beim BVB die Rückennummer 22 bekommen. Übrigens die gleiche, die er schon bei Birmingham City hatte. Bis im letzten Spiel für Birmingham City ist der Bellingham von den Emotionen übermannt worden. Ist ja noch ein recht junger Spieler mit 17. Als er nämlich ausgewechselt wurde, hat er spontan angefangen. Für einen 17-Jährigen, der den Club sehr gerne hat, ist der Wechsel nach Dortmund offensichtlich nicht ganz so einfach. Einem Spieler kommt im Übrigen eine ganz grosse Ehre zuteil. Eine Ehre, die normalerweise
nur Spieler zu Teil kommt, die jahrzehntelang bei einem Club gespielt haben und die um einiges älter sind als der Bellingham. Birmingham City will die Rückennummer 22 von Bellingham nicht mehr vergeben. Der VfB Stuttgart verlängert mit dem Adionis. Der VfB Stuttgart verlängert mit seinem Innenverteidiger Antonis Adionis vorzeitig um 2 Jahre. Der U19-Nationalspieler ist in der vergangenen Saison mit der Oberliga-Reservemannschaft Meister geworden. Union Berlin verpflichtet den japanischen Nationalspieler. Seit dem 25. Juli ist es offiziell. Der 22-jährige Nationalspieler Ketia Edon kommt leihhalber zu Union Berlin. Der Edon spielt links aussen. Sein Vertrag hat er bei Yokohama F. Marinos. Der Vertrag bei Yokohama läuft am 31. Januar 2022 aus. Köln verleiht den Schneider. Der 1. FC Köln verleiht der 20-jährige Leon Schneider an KFC Uerdingen. Der Innenverteidiger wird für ein Jahr dorthin ausgelehnt. Der 20-jährige Innenverteidiger ist im letzten Sommer von Energie Cottbus zu den Kölner Reservisten gestossen. Nachrichten aus aller Welt. Der Niko Kovac hat einen neuen Job. Der ehemalige Trainer vom FC Bayern München hat einen neuen Job. Der AS Monaco, der in der französischen Liga spielt, hat Niko Kovac einen Vertrag bis ins Jahr 2023 gegeben. Vor dem FC Bayern München hat der Kovac Eintracht Frankfurt trainiert und auch die kroatische Nationalmannschaft. Nebst dem Trainer Thomas Tuchel, der PSG trainiert, ist der Kovac der zweite deutsche Trainer in der französischen Ligue 1. Ballon d'Or abgesagt. Letzte Woche ist bekannt worden, dass der Ballon d'Or in diesem Jahr nicht vergeben wird. Das Vergabekomitee teilt mit, dass die Saison so komisch war, dass sie ihn nicht vergeben wollen. Der Robert Lewandowski hat zurzeit die besten Karten für den Ballon d'Or gehabt. Durch die Absage ist die Entscheidung jetzt natürlich hinfällig. Im Übrigen haben sich vor allem Polen sehr über die Absage aufgeregt. Der Robert Lewandowski wäre der wahrscheinlich erste Pol gewesen, der Ballon d'Or hätte gewinnen können. Giga-Rekord für Cristiano Ronaldo. Mit Juventus Turin ist der Cristiano Ronaldo auf dem besten Weg zum Titel in Italien. Und dabei hat er einen Rekord aufgestellt. Beim 2:1 gegen Lazio Rom ist es dem Portugies gelungen, einen Doppelpack zu schnüren. Jetzt hat er in der italienischen Liga 50 Goal geschossen. Da er in der englischen Premier League, in der spanischen La Liga und jetzt eben auch in der italienischen Serie A mindestens 50 Goal geschossen hat, hat er einen neuen Rekord. Er ist der einzige Spieler, der das geschafft hat. In der Premier League und in der La Liga hat er natürlich mehr als 50 Goal geschossen. Liverpool von den Fans enttäuscht. Als der FC Liverpool den Pokal für den Gewinn der Meisterschaft hat überreicht bekommen, hat es einige tausend Fans gegeben, die vor dem Stadion gefeiert haben. Der Club war mässig begeistert. Der Club hat anschliessend seine Enttäuschung mitteilt über die Szene vor dem Stadion. Und sich auch enttäuscht zeigt, dass nicht mehr Fans der Bitte nachkommen, den Titel doch daheim zu feiern. Man hat sich allerdings auch bei diesen Fans bedankt, die daheim geblieben sind und den Titel daheim gefeiert haben. Zum Spieler der Woche. Seit letzter Woche haben wir eine neue Rubrik. Und der Spieler der Woche heisst Dimitri Sichev. Der Dimitri Sichev, das ist übrigens die FIFA-Schreibung, ist am 26. Oktober 1983 in Omsk in der Sowjetunion auf die Welt gekommen. Er ist Mittelstürmer und hat hauptsächlich für russische Mannschaften gespielt. 2003 hat er 1 Jahr lang für Olympique Marseille gespielt. Vom Jahr 2004 bis
Ins Jahr 2013 hat er für Lokomotive Moskau gespielt. Dort hat er auch die meisten Spiele absolviert. Er kommt auf 401 Einsätze und 117 Goal. Und er hat 45 Goal vorbereitet. Für die russische Nationalmannschaft ist er als jüngster Torschütze auf dem Platz gestanden und auch als jüngster WM-Teilnehmer in Geschichte eingegangen. In der Nationalmannschaft hat er für Russland in der U17, U19, U21 und natürlich für Profis gespielt. Sein Debüt hat er am 27. März 2002 in der russischen Nationalmannschaft gegeben. Für die russische Nationalmannschaft selber ist er 47 Mal auf dem Platz gestanden und hat 15 Goal geschossen. Während der Winterpause von der Saison 2019-2020 hat er seine Karriere beendet. Und wir sind jetzt auch am Ende dieser Sendung angelangt. Diese Sendung hier wird wiederholt. Und zwar bis um Mitternacht. Und es gibt sie auch als Podcast. Und zwar auf WSER Radio Vision auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.